Hört das irgendwann auf? Frage beantwortet. Das war jetzt leicht übertrieben, oder? Ihr seid so doof, Menschen. Ihr seid so doof. Menschen sind so dämlich. Ups. Ups. Katzen aber auch. Geh da rauf. Hab den ganzen Tag Zeit. Wir warten geduldig. Oh Mann. Oder wir warten nicht geduldig. Sie wollte das erste Mal nicht ranspringen. Ja, ja, lacht euch mal alle kaputt. Noch hoch. Oder geht's da nach Hause? Ich glaube, da geht's nach Hause irgendwie, ne? Na gut, gucken wir später. Gucken wir später. Erstmal kümmern wir uns um eine Sache hier. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass uns das Ding wieder runterfliegt. Alter! Warte mal, ich probiere mal was anderes. Apropos, hab mir gestern erst zwei geholt. Zwei was? Klappt doch wieder nicht. Hä? Wie schnell soll ich denn da sein? ETS 2. Höher dran spielen. Ja, das will ich, aber das ist halt schwierig, weil ich nicht direkt vor das Ding komme. Weil, wenn du vor einem Hindernis bist, geht das mit diesem höher ranspringen besser. Aber da ich ja nicht ganz rankomme, bevor das Ding überhaupt aufhört zu pusten, ist das irgendwie gerade doof. Es ist gerade zum Mäusemelken, muss ich ganz ehrlich sagen. Er geht halt viel zu schnell wieder an.
Nein. Ach, fuck. Bin gerade zu doof. Ja, ich gucke nochmal. Irgendwie muss ich einen anderen Winkel, dass ich, wie Abati schon sagt, ne? Winkel. Hat es mit der Krähe schon? Ja, schon öfters. Die verkauft mir nur Hüte. Ich kann springen, ich Idiot. Dann geht das auch. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Jetzt kein Stromschlag, Alter, das wäre nicht so geil. Nein, nein, oh. Das, das war schon wieder so knapp. Okay, da ist noch ein Tier. Oh, guck mal, hier ist ein Greenscreen. Wie war denn das nochmal mit dem Fotomodus? Ah. So. Fischabbiegel! Teffi, lass mich rein! Niemals! So darf mich niemand sehen! Spliss im Fell, Tränensäcke unter den Augen, mein Schnurrhaar! Niedlichkeitsfaktor liegt bei null! Eine Katastrophe von Kopf bis Pfote! Wenn du mich reinlässt, kann ich versuchen, dir zu helfen! Niemand darf mir helfen! Ich bin ein Häufchen Elend! Meine Karriere ist passé! Oh, Teppi! Das stimmt nicht! Lol. War das etwa ein Lol? In meiner größten Not? Das ist nur eine nervöse Angewohnheit. Lol. Ich meine, kein Lol? Nein, Beagle. Mein Tag ist offiziell gelaufen. Lol. Sag das nicht, Teppi.
Wir haben einen vollen Terminkalender. Unter diesen Bedingungen kann ich nicht arbeiten, Beetle. Ab heute ist Mützmittwoch und Mietzwoch. Ach, Mützwoch? Mützwoch? Mietzwoch? Gott. Wenn wir kein Bild von einer Katze mit Mütze posten, woher sollen die Leute dann wissen, dass du noch eine Inforentnerin bist? Mach einfach ein Foto von einer anderen Katze mit Mütze. Schreib dazu, dass mich ihr Streetstyle inspiriert hat oder so. Echt jetzt? Muss ich mir alles selbst einfallen lassen, Beetle? Teffi! Teffi? Uff, du sollst nicht auf die Schnelle eine Katze mit Mütze auftreiben. Moment mal. Bist du das Kätzchen? Ja, wie läuft's mit dem Handy-Dings? Alles bestens, im Gegensatz zu bestimmten flauschigen Influencerin. Ich glaube, ich wusste nicht, dass es derselbe Käfer ist. Ich weiß aber auch nicht mehr, welche Stimme ich den in der letzten Stream gegeben habe. Also, nimmt mir das nicht übel. Ich wollte nicht lauschen, aber ich habe ein bisschen was mitbekommen. Alles okay? Wenn ich meine To-Do-Liste abgearbeitet habe, dann schon. Ich muss für dieses Foto nur eine Katze mit Mütze finden. Kätzchen, du bist eine Katze. Voll und ganz. Und du trägst eine Mütze. Ist sie stylisch genug? Sie ist perfekt. Du kannst jedes von Teffys Balkonsets verwenden. Sag mir einfach Bescheid, wenn du ein gutes gefunden hast. Pose für Beetle. Beetle möchte ein Foto mit dir mit Mütze machen. Such dir einen Platz auf Teffys Balkon und sag Beetle Bescheid, wenn du bereit bist. Ja. Ach. Hier gibt es also noch mehrere Plätze. Naja, nicht wirklich, ne? Feature-Entchen? Nein, ich will doch laufen. Also, ich sehe halt nur einen Greenscreen. Das ist so dieses... Können wir das hier in den Pflanzen machen? Hallo? Hallo? Darf ich ein Foto von dir machen, Kätzchen? Gerne. Los geht's. 3, 2, 1. Perfekt. Fehlen nur die richtigen Hashtags. Dann kann ich es posten. Und fertig. Tausend Dank, Kätzchen. Ich dachte schon, mir steht ein weiterer Nervenzusammenbruch bevor. Kein Problem. Das Modeln hat mir Spaß gemacht. Ich konnte jetzt die Kamera nicht bewegen, deswegen ist das Foto eigentlich kacke geworden. Also ich habe eben bessere Fotos gemacht. Du bist eben ein Naturtalent, so wie die meisten Kerzen. Beetle? Also was steht noch auf der Liste? Weiß ich. Verstehe das bitte nicht falsch, aber ich mache mir Sorgen um dich. Und dann ist dann noch der Markenpartner. Oh, und der spontane Roadtrip muss geplant werden. Und ich muss noch die Kommentare unter dem Bild verwalten. Genau das meine ich. Oh Mist, ich muss noch die Mail... Beetle! Ungesund. Wann hast du zuletzt ein paar Tage frei? Also... Lol. Ich habe einen digitalen Entzug auf den Bauhof eingelegt. Ich habe es mehrere Minuten ohne Handy ausgehalten. Du hast mich gesehen. Das war keine Pause. Ich bin eine Katze. Mit Pausen kennen wir uns aus. Tatsächlich hatte ich heute zum ersten Mal in meinem Leben eine To-Do-Liste und ich habe trotzdem Sachen wie Schlafen und Herumalbern draufgeschrieben. Oh, wow. Und es gab keine Katastrophen? Es lief alles okay? Mehr als okay. Weißt du was? Du hast vollkommen recht. Ich brauche wirklich eine Pause. Eine, bei der ich nicht auf den Bauhof in Panik gerate. Eigentlich... Beetle! Was mache? Was hat das zu bedeuten? Oh. Das ist kein Street-Style-Foto. Es wurde auf meinem Balkon aufgenommen. Oh nein, sie hat das Foto gesehen. Lol. Willst du mich etwa ersetzen? Was? Nein, Teffi, ich bin mit dem Kätzchen hier befreundet. Das Kätzchen wollte mir helfen, weil ich alleine überfordert war. Überfordert? Davon hast du nie was gesagt.
Mir ist immer so viel zu tun. Ich hatte nicht mal die Zeit, um zu merken, wie überfordert ich bin. Das Kätzchen gefragt hat, wie es geht. Also wenn du unbedingt etwas Zeit für dich haben willst, kannst du mir auch einen Kaffee holen gehen. Ich hatte eine längere Pause gedacht, der ich keine Besorgung machen muss. Das soll machbar sein. Und wenn das Kätzchen so hilfsbereit ist, kann es ja während deiner Pause für dich einspringen. Wie bitte? Du bekommst deine Pause und ich eine Assistenz. Eine Win-Win-Situation. Beetle? Beetle, bist du noch da? Kannst du das Kätzchen bitten, mir ein Cappuccino mit extra Sahne zu bringen? Und das reicht! Oh, oh. Mir reicht's! Aber... Nein, du hörst mir jetzt mal zu. Taffetta Skittle Smith. Dieser Name. Dieses Verhalten ist völlig inakzeptabel. Ich fand es immer toll, mit dir abzuhängen und coole Styles auszuprobieren. Aber es macht mir keinen Spaß mehr. Ich brauche eine Pause, in der ich drüber nachdenke, was mich glücklich macht. Aber das geht nicht, wenn du statt mir das Kätzchen... Wenn du statt mir das Kätzchen herumkommandierst. Ich? So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Also gibst du mir eine komplette Woche Urlaub? Eine komplette Woche? Eine komplette Woche. Aber sofort. Ich... Und dann ziehen wir hier die neue Seiten auf. Du willst Veränderung? Ja, Veränderung. Okay? Ich... Okay! Na gut. Aber, Ja? Bevor du dich in eine Urlaubswoche verabschiedest... Mein Cappuccino? Kannst du vergessen! Geht's dir gut, Beetle? Nein! Ich glaube, der hat einen kleinen Nervenzusammenbruch. Oh mein Gott! Was für ein Trubel. Hast du mich gehört? Er hat ein Beetle out. Ja. Tausend Dank für deine Hilfe, Kätzchen. Das bedeutet mir sehr viel. Kein Problem, Beetle. Weißt du schon, womit du deine freie Woche verbringst? Schlafen und herumalbern. Klingt ziemlich cool, aber davon werde ich in ein Café gehen. Das ganze Gerede über Cappuccinos hat mich lustig gemacht. Klingt perfekt. Mach's gut, Kätzchen. Und danke nochmal. Hat sich ausgebietelt, ja. So, einlochen, sagst du, ne? Oh Gott, das wird schwierig. Die hat so viel Kraft, die Katze. Wird schwierig. So, wo sind wir denn jetzt? Also, da geht's nach Hause, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir wollen aber noch gar nicht nach Hause, ne? Da wäre das Spiel vorbei. Hier durch. Hier nicht, ne? Also irgendwie muss ich auch noch andersrum, glaube ich. Also gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Aber ich muss auch noch auf die andere Seite. Ja. Schade. Oh Gott. Die Steuerung ist manchmal noch ein bisschen hakelig, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier rauf oder Kriegsschlag? Ja. Fuck. Wir waren doch schon so weit oben. Er war so weit oben. So, aber wo wir schon mal hier sind, probiere ich es mal hier kurz eben. Weiß halt nicht, ob wir schon genug Ausdauer dafür haben. Oder ob es noch mehr Fische gibt. Also ich habe noch keinen gesehen. Oh Gott, das wird eng. Das wird eng. Alter, Alter.
Ja, irgendwie, wie geht's nach Hause, wie gesagt? Gehe ich ganz stark von aus. Aber wie komme ich jetzt auch von da oben oder so? Also. Ist gerade irgendwie nicht so das wunderprächtige, wie ich. Ich glaube, ich muss einmal ums Gebäude rum nachher. Sieht irgendwie ganz danach aus. Wir wissen ja jetzt, wie wir hochkommen, ne? Okay, ruhen wir uns kurz mal aus. Ich habe ja noch nie eine Katze so klettern sehen, ne? Ja, da war, das stimmt, da war ein Loch. Aber da meinte ich ja, da geht's ja wahrscheinlich auch Richtung nach Hause. Weil auf der anderen, also wenn wir da auf den Balkon gehen, um das Haus rum, ist unser Home. Ich will ja eigentlich noch nicht home. Also noch nicht so wirklich. Der Gecko Store. Hier in der Ecke waren wir auch. Ich weiß gar nicht, kamen wir hier noch höher? Ich glaube ja, ne? Wir müssen da nur irgendwie rauf. Also wir gehen auf jeden Fall noch durch das Loch. Uffi. Aber wie gesagt, ich bin so ein bisschen der Meinung, da geht das nach home. Nach home. Weiß, dass ich hier schon war. Aber wir waren noch nicht ganz oben. Schade, dass sie keinen Walljump machen kann. Ich weiß gar nicht, ob das klappt. Ja, also. Anscheinend schon. Okay. Damit habe ich es nicht gerechnet, dass wir wirklich so hoch kommen. Das bringt mir noch nichts. Also noch ein höher. Oh, Alter. Die Steuerung ist manchmal schon noch so ein bisschen tricky. Da ist ein Ball.